Jut, jut, jut. Passt ja alles soweit? Hallo? Ihr da draußen? Herzlich willkommen, YouTube. Herzlich willkommen, ihr Weltraumfahrer, ihr Zuschauer, ihr Raumschiffbauer, ihr kreativen Menschen da draußen und natürlich auch ihr Looter. Master-Looter, Weltraum-Looter und natürlich auch Weltraumstrategen und Weltraumüberlebenden. Grüßt euch! Wollen wir mal wieder eine Runde Empyrean spielen? Empyrean Galactic Survival, oder? Was haltet ihr davon? Oder wollen wir heute Ringelpiez mit Anfassen machen? Können wir natürlich auch machen. Also wie es euch beliebt. Nein, Quatsch. Wir spielen Empyrean Galactic Survival Reforged Eden Version 1.5.3 Bild 3390. Schön, dass ihr alle da seid und beziehungsweise reinschaut. Walter Anske Schneider, herzlich willkommen. Petrus 6, guten Abend. Norge 73, schön, dass du da bist. Gorn, hallo. Und Jakob Gerus, natürlich auch alle anderen, die jetzt eingeschaltet haben und mitlurken wollen. Wir sind ja, soweit ich mich erinnern kann, das ist ja heute von vornherein gleich, ich mache erstmal an hier, denn das Ding produziert gerade Burger. Können wir mal ein bisschen laufen lassen. Kleine Info, heute ist ja quasi der Stream, der eigentlich verloren gegangen ist letzte Woche, weil ich ja letzte Woche eben halt nicht gestreamt habe. Deswegen streamen wir heute und am Sonntag geht es dann halt ganz normal weiter mit Empyrean Galactic Survival halt. Ne? Ich denke mal, viele sind gar nicht drauf gefasst, dass ich heute den Ersatzstream mache, hatte ich ja angesagt gehabt, dass es ja so die nächsten Tage passieren wird. Ja, kleine Info, wir werden während des Streams kleinere Pausen einlegen. So von 2, 3, 4, 5 Minuten, wo man kurz sich was zu essen holen kann, einen Snack und so weiter. Ich möchte so spätestens 22 Uhr dann Feierabend machen, denn der Hund muss raus und 22 Uhr ist es noch hell. Dann kann der Hund auch noch ein bisschen Spaß haben, ja. Sollte es zu einem Streamabbruch kommen, das sage ich auch gleich von vornherein, dann liegt das nicht an mir, weil ich nicht möchte, sondern es liegt einfach daran, dass ich ja neue Software, neue Updates, Betriebssystem-Updates und so weiter und so weiter. Ihr wisst ja, da gibt es dann immer kleine Probleme. Ich meine, wenn man ein einfaches Stream-Setup hat, geht das. Wenn man aber ein etwas komplexeres Stream-Setup hat, so wie ich hier, was aus drei Rechnern besteht, dann kann das immer zu ungeahnten Nebenwirkungen kommen halt. Ich wollte es nur von vornherein sagen halt. Also sollte irgendwie der Stream abbrechen und ich nicht mehr online kommen, dann liegt es einfach daran, dass das technisch dann nicht möglich ist, was auch immer. Es kann ja immer was passieren, ihr wisst ja. So, Freunde der Kunst, wo waren wir stehen geblieben? Ich frage mal so rein in die Gruppe, wie geht's denn euch so? Alles gut bei euch? Läuft alles? Ach genau, habe ich ganz vergessen zu sagen, auch nochmal hier an der Stelle. Für die Leute, die das noch nicht mitbekommen haben, schaut mal im Community-Tab vorbei. Da habe ich jetzt einen Post hinterlassen, denn ich kann jetzt seit kurzem oder seit 2 Tagen die Kanalmitgliedschaft anbieten. Beziehungsweise ich kann das eigentlich schon seit ein paar Wochen, habe mich aber immer so ein bisschen noch zurückgehalten mit der Kanalmitgliedschaft und habe erstmal eine Umfrage gemacht. Viele Leute haben gesagt, mach was du denkst. So, und da habe ich gesagt, gut, ich stelle das mal ein, die Kanalmitgliedschaft und gucken wir mal halt eben, ne, wie das dann so ist. Wichtig ist, dass ihr wisst, Kanalmitgliedschaft heißt nicht, dass ihr jetzt Geld bezahlen müsst oder sowas, sondern für alle das Abo bleibt kostenlos auf YouTube. Ihr könnt weiterhin ganz normal abonnieren. Das ist nichts, wenn ihr den Button Kanalmitglied drückt. Dann gibt es ein monatliches Bezahlmodell, wo ihr dann eben halt mich als Content Creator und meine Videos oder alles unterstützen könnt. Was ihr aber nicht müsst, es ist einfach eine freiwillige Basis. Es gibt keine weiteren Vorteile für jemanden, der nicht die Kanalmitgliedschaft macht. Beziehungsweise für den jemanden, der eben halt die Kanalmitgliedschaft macht, gibt es halt keine großen Vorteile, sondern es gibt nur kleine Gimmicks, wie zum Beispiel ein sogenanntes
Kanalabzeichen, was dann immer im Chat oder bei Kommentaren immer neben dem Namen steht. Kennt ihr wahrscheinlich von Twitch. Das ist halt unterteilt dann in verschiedene Monaten. Und dann gibt es halt noch ein paar Emotes, die man dann halt noch dazu kommt von dem Kanal-Emote. Das ist eigentlich schon immer alles. Und natürlich wird dann monatlich dann immer ein im Discord und hier auf dem Kanal öffentlich dann halt ausgerufen, wer dann halt eben die Kanalmitgliedschaft gemacht hat. Wer es nicht möchte, kann man natürlich dann auch sagen, das ist... Wer es dann nicht möchte oder genannt werden möchte, ist dann auch kein Problem. Dann kann man dann auch wegmachen. Also, das wollte ich hier an der Stelle nochmal sagen. Und von vornherein vielen Dank für die Leute, die mich bis jetzt über die Jahre begleitet haben. Und vielen Dank für alle oder an alle Leute, die immer meine Videos fleißig schauen, kommentieren, auch immer ein Like geben, immer bewerten. Das ist ganz wichtig für den Algorithmus, für die Videos auch. Das ist egal, ob es ein Dislike ist oder ein Like, macht keinen Unterschied. Der Algorithmus weiß aber dann halt eben, wenn ihr eine Aktion macht, na, dass er dann, dass das Video halt eben dann gefragt ist. So, willkommen Solifas. Ich muss überlegen, ob beides machen kann hier auf YouTube und Twitch. Überlegst du dir in Ruhe, Solifas? Du, nein, also pass auf. Ich möchte nicht, dass sich hier irgendjemand finanziell übernimmt oder sowas, sondern ich habe gesagt, ich teste das einfach mal an mit der Mitgliedschaft. Ihr müsst nicht halt eben, ne? Es ist nur freiwillig. Und so wie Solifas Twitch und YouTube, ich finde das ist schon, finde schon super von dir, dass du mich seit Jahren schon auf Twitch unterstützt. Also mach dir da mal rüber keine Gedanken. Ab 9. geht's dann auch weiter auf Twitch halt, ne? Bist halt der Beste, genau. Genau, Anske, genau. Also weiße Lady nicht von der vertikalen in die horizontale Lage bekomme. Ja, Norge, ist klar, verstehe. Die ganzen Jahre. Ja, also da macht euch mal keine Gedanken halt. Ebenso wie ihr möchtet halt eben. Ich habe das immer so aufgezogen, dass ich auf zwei Plattformen gleichzeitig gestreamt habe. Und so wird das auch weiter bleiben halt eben. Ich teile das gerne auf. Ich möchte gerne auf Twitch mehr so die MMOs und RPGs behandeln und auf YouTube möchte ich mehr in Richtung, sagen wir mal, Space Survival, Survival Games, Simulationen, Let's Plays und so weiter geben. Es kann natürlich auch vorkommen, dass wir auf YouTube dann auch RPGs spielen oder MMOs, ja, kann auch passieren. Aber das würde dann irgendwie so ein bisschen der Content Breaker sein, wenn ich auf YouTube jahrelang immer nur Space Survival Games oder Survival Games gespielt habe und dann plötzlich MMOs. Deswegen habe ich gedacht, machen wir auf Twitch ganz normal die MMOs weiter und auf YouTube halt ganz normal die Survival Let's Plays, Simulationen, Strategie-Games und was es alles gibt. Und sollte es doch mal anders sein, ja, dann ist das halt so. Jo, Leute. Dann erstmal so dazu, ne? Da hatte ich schon erwähnt, kleine Pausen machen wir zwischenzeitlich. Ich achte mal darauf, akribisch jetzt. Ich darf mal Videos machen. Gute Frage, Petrus. Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin ja ein absoluter Fan von Survival-Games. Unter anderem nicht nur Space Survival, aber Imperium hat es mir damals richtig angetan. Als ich damals in das Spiel eingeloggt habe, wusste ich selbst nicht, was mich erwartet. Dass ich heute hier stehe und so ein begeisterter Spieler bin, der fast 2000 Spielstunden hat. In Imperium hätte ich selbst mir auch nicht träumen lassen, weil es mir so einen Spaß macht, das Spiel. Ja. Also ich bin gänzlich anderen Spielen nicht abgeneigt. Ich will mit euch noch hier Elite Dangerous, wollte ich mit euch noch weiterspielen. Das ist nicht vom Tisch. Avorion habe ich noch. Ich habe diverse andere Games. The Infected, Keep Up Survival. Da kommen also so ganz, ganz viele Sachen. X4 wäre auch, Star Citizen und so weiter. Das ist... Ich würde mit euch alles spielen. Space Engineers zum Beispiel. Space Engineers habe ich mir vor einiger Zeit alle Add-ons zugelegt. Habe gedacht, bevor ich jetzt aber Space Engineers mit euch zusammen spielen möchte, im Stream oder in Videos, möchte ich mich erstmal schlau machen, dass ich nicht da wie ein kompletter Anfänger reingehe. Ich weiß, dass ihr das gerne sehen wollt, dass ich als kompletter Anfänger Space Engineers mal spiele. Aber ich glaube, das macht dann bestimmt euch keinen Spaß, wenn ihr mir alles tausendmal erklären müsst halt. Und ich dann immer noch nichts raffe. So ungefähr halt, wisst ihr? Aber X4, ja, Petrus, könnte ich mir vorstellen. Auch Space Engineers. Oder wie heißt das? Starbase. Oder
Starship Evolution oder also ganz viel Space Survival. Also alles, was so mit Survival Space zu tun hat, ist so meine Welt halt eben. Da gibt es eigentlich nichts, was ich nicht spielen würde mit euch. Die Sache ist halt erstens die Zeit halt eben, ne? Empyrean braucht auch schon viel Zeit, kreative Zeit, bauen und so weiter und so fort. Da kommen wir auch gleich zu jetzt. The Forest an, genau, Forest. Genau, da kommt ja jetzt auch der zweite Teil. The Forest, oder wie heißt das? Irgendwas mit, da kommt ja der zweite Teil, ne? Kommt da auch. Wo du gerade RPG sagst. Mir gerade 14 Euro, Konsolen. Ja, mach das, Olifas. Mach das, auf jeden Fall. Ist ein absolut geiles Game. The Witcher. Habe ich auch nochmal vorgehabt hier. Heart of Stone und Bloodwine oder wie das heißt. Oder sowas, ne? Diese beiden DLCs auch nochmal auf Twitch als RPG zu spielen halt. Oder beziehungsweise als Videoreihe zu machen. Aber ihr wisst ja, ich will alles. Und dann bleibe ich trotzdem immer bei Empyrean, Avorion, The Infected hängen. Denn Empyrean, ihr wisst ja, Empyrean ist mein Longplay. Also, Empyrean ist mein Main Game und soll auch so erst mein Main Game bleiben. Und ich möchte daraus quasi ein Long Let's Play machen. Ihr wisst ja, ich habe jetzt 7 Staffeln gemacht in Empyrean. Und ich möchte, dass halt so ein Long Play, also quasi sowas über Jahre hinweg geht, was sich dann so aufbaut. Das will ich jetzt so mit Reforged Eden jetzt hier, also den Stream. Der Stream wird jetzt nicht nach 50, 60 Folgen abreißen und dann ist Schluss mit Empyrean oder Reforged Eden, sondern ich möchte dieses Reforged Eden komplett ausbauen, dass man mal sieht, was man alles in Empyrean machen kann, was man über Jahre spielt. Also ich möchte, dass man sich sieht dann, wie der Stream sich über Jahre entwickelt. Wo wir dann hin, überall, was für Stationen wir haben. Versteht ihr? Also vielleicht habt ihr das auch schon gemerkt, dass ich mit der Lady noch nicht fertig bin. Ihr wartet ja alle darauf, dass die alte Lady fertig wird, aber ich sag mal immer so, das Beste kommt ja immer zum Schluss, ne? Und ich möchte halt eben das langsam angehen in Reforged Eden und das Reforged Eden so per Langzeitstream entwickeln. Ich hoffe nur nicht, dass mein Save Game kaputt geht. Deswegen muss ich das immer 3-mal safen oder 4-mal safen. Das mache ich immer hier dann. Damit es dann funktioniert. Na? Also dieses Reforged Eden, der Stream soll wirklich ein Longplay werden. Über Monate, Jahre hinweg. So, noch nicht. Schau dir mal voll an. So, finde X4 super schwierig. Genau. Ja, also X4 habe ich mir auf jeden Fall schon angeguckt, Petrus. Ich finde das super interessant, das Spiel. Es hat so viele Möglichkeiten. Glaubt man gar nicht, ne? Wäre dann halt ein Let's Play, ne? Oder vielleicht eine Möglichkeit für einen zweiten Stream. So ein Empyrean Stream auf YouTube, einen X4 Stream oder einen Elite Dangerous. Elite Dangerous spiele ich immer heimlich, damit ihr seht das ja nicht, weil ich ja auf Epic Games spiele halt, nicht in Steam halt. Ne? Ich weiß, ihr seid ja alles schlaue Leute, ne? Und ich weiß, dass ihr seht immer, wenn ich auf Steam bin, was ich gerade spiele halt. Jedenfalls die meisten. Aber Elite Dangerous spiele ich auf Epic Games. Und da sieht man das dann nicht halt eben, ne? Macht mir super viel Spaß, Elite Dangerous, aber ich muss da erst hinterkommen. Ich habe da vieles noch nicht verstanden. Letztens bin ich da gestorben, weil mir der Treibstoff ausgegangen ist. Passiert halt, ne? Servus, Feto. Jakob Gerus, wenn schon andere Spiele, vielleicht auch Ark. Ja, Ark habe ich auch damals mit dem Failjack zusammengespielt. Haben wir zusammen auch eine kleine Staffel gemacht. Ark hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Aber wenn ich Ark spielen würde, dann würde ich, glaube ich, mit jemandem Ark zusammenspielen. Also zusammen in Stream machen halt eben. Weil ich glaube, Ark ist halt mehr, ist es wirklich sehr viel unterhaltsamer, wenn man das halt zusammen irgendwie spielt halt eben. So, Servus Feto. Ja, also Empyrean ist definitiv ein entspanntes Spiel und so soll es auch bleiben. Es soll halt euch entspannen, es soll euch Spaß machen zuzugucken halt eben. Und vor allen Dingen habe ich mir gedacht, die Let's Play-Reihen, die ich immer mache, das sind ja aus dem Vanilla, also quasi aus dem normalen Empyrean. Und das sollen halt eben verschiedene Staffeln sein, die immer abgeschlossen werden. Ihr wisst ja, da kommen ja immer Updates. Und der Stream soll, der Reforged Eden Stream, der soll halt ein Longplay werden. So habe ich mir das jedenfalls gedacht. Also quasi
Es soll halt eben über Monate bzw. Jahre gehen. Gibt doch so eine Longplays. Kennt ihr ja bestimmt Folge 500, Folge 600, Folge 1000. Und so soll das hier auch mit dem Reforged Eden werden. Deswegen gehen wir das hier alles ganz gemütlich an. Und hasten nicht von einer Ecke zur anderen Ecke. Ist euch bestimmt ja schon aufgefallen, oder? Na? So, okay. Also, wir sind soweit fertig hier. Okay, wir müssen noch ein bisschen gucken. 30 Burger habe ich produziert. 3 Steaks habe ich noch. Also, können noch ein bisschen quatschen, damit er fertig ist. Ja, okay. So viel erstmal dazu. Ne? Also, ihr wisst Bescheid. Reforged Eden wird länger gehen. Die Staffeln von Empyrean werden dann immer mit dem jeweiligen Update dann beendet werden. Halt, so ist das für die Zukunft. Ja, X4, Elite Dangerous, Starship. Oh, fuck. Oh, Entschuldigung, darf ich gar nicht sagen. Nicht. Entschuldigung, Leute. Ja, und wir wissen's. Schönen Gruß von Sammy. So, mal an. Wo kommen sie? Da kommen sie. Boah, 2 Truppentransporter. Das ist nicht gut. Ich habe keine Verteidigung. Ich muss erst die Verteidigung anbauen. Ah, der kann Truppen absetzen, das ist blöd. Oh, da ist aber böse eingeschlagen. Eine schwere Drohne. Kommt noch mehr. Was schwebt da denn? Die sind festgeklickt. Was ist denn hier los? Okay. Die hängen da fest. Na gut, dann hängen sie da fest, ne? Ich muss mal kurz hier erstmal Raketen drohen. Aber warte mal, nee, das ist blöd. Das ist blöd. Wir müssen es anders angehen. Ja, Christian, Andreas, herzlich willkommen, mein Jung. Und Dankeschön. Für die deine Kanalmitgliedschaft, der erste. Vielen Dank, Christian. Was? Hab keine Raketen mehr? Okay, hat sich erledigt. Wollte doch sagen, ich habe noch Raketen. Gut. Müssen wir einsammeln, die Sachen. Ganz wichtig. Ist jetzt alles fertig hier? So, gucken wir mal. Was meint damit Wolf? Soli, Solifans, was meinst du mit Wolf? Hab mir neue Kopfhörer gekauft und so weiter. Aha, okay. Was sind für Kopfhörer?
125, oha. Tod den Zirax. Helping Plus, herzlich willkommen, Helping Plus. Muss man ja ein bisschen Krankenkasse unterstützen, das stimmt, ja, ne? Gibt ja nichts umsonst heute mehr, ne? Ne? Der ganze Gips, den man braucht, ne? Und die ganzen Schienen. So, ich lass mal alles an. Ich hole mir mal schnell das ganze Zeug. So, ich muss erst mal gucken, wo es ist. Und ich darf nicht vergessen, RCS einzubauen. Da kommen noch ein paar Drohnen. Oder habe ich da jetzt was falsch verstanden? Hier, eine ist abgestürzt. What the hell? Oh, warte. Unter Wasser ist ganz gut. Weil da ist nämlich, wir haben gerade Säureregen. Ja, das Vorteil ist ja auf Roggerie. Achso, hab ja gar nicht erzählt, was ich jetzt noch gemacht habe. Ich habe ja derweil ein bisschen gesammelt. Und habe ja die Basis auf Beta 2 ausgeräumt. Ich habe meine Basis auf Beta 2 komplett erstmal leer gemacht. Müssen wir erstmal gucken, wo liegt denn hier noch was rum? Da liegt noch was. Müssen wir alles mitnehmen? Sind die gut? So, wo geht's denn hier rein? Ah ja, ist vielleicht mal Licht anmachen, wäre ganz gut. So, und hier liegen auch noch zwei. Oh, warte mal, nee. Das ist meine Defense, ne? Nee, das ist die feindliche Defense. Da auch noch. Okay, da kommen wir nicht ran. Da sind noch zu viele. Okay, die schießen gerade. Das ist nicht gut. Haben wir denn die schon abgeholt hier? Ja, ne? Obwohl, die zwei qualmen noch. Haben wir die schon geholt? Waren ja ein paar mehr. Warte. Die Truppentransporter sind schon despawned, ne? Minigun-Drohne schwer, Smuggler-Spark. Ich glaube, die haben wir auch schon. Aua, aua, aua. Warte mal, da hinten. Die Minigun-Drohnen hier müssten sie noch. Sag mal. Schießt schon ganz gut, ne? Ja, ich musste auf jeden Fall RCS einbauen, ne? Das ist... Die haben meine Beefens eingenommen, Freunde. Die haben doch noch Truppen geschafft abzusetzen. Diese Hundebande. Wir haben Truppen abgesetzt. Alter, was geht hier ab? Ja Mensch, geht ja schon wieder gut los hier, ne? Wir wollten eigentlich zum Weltraumfriedhof, ne? Hol es dir wieder, ja? Die haben hier, guckt, ne? Ich komme hier nicht mehr rein wahrscheinlich, ne? Ist rot. Ja, hier, guckt. Ha, wie krass ist das denn, wird der wieder? Ich hab doch die beiden Truppentransporter abgeschossen.
Wo sind denn die Typen? Das ist ja unglaublich, du. Das ist ja mal unglaublich. Warte mal, neuen Kern produzieren. Die räuchern wir mal aus. Salami's incoming, genau. Ja, und habt das mal gesehen? Für die Leute, die das nicht kennen halt, ne? Die müssen ja hier irgendwo sein. Ich höre sie doch. Hört ihr sie? Ja, super. Jetzt vergammelt mein ganzes Zeug hier, ne? Wo sind die denn? Ach, guckt euch das an. Ein kompletter Trupp. Komme ich nicht rein. Haben sie den Kern zerlegt? Die kommen aber nicht raus, ne? Aber ich kann auf den Kühlschrank zugreifen. Das ist schon mal ganz gut. Dann machen wir eins. Dann nehmen wir das hier in den Kühlschrank, ins kleine Raumschiff. So, muss ich jetzt aufsprengen oder wie? Das will ich natürlich nicht, ne? Fenster sind schon kaputt, ne? Hier, da eins war kaputt, ne? Habe ich gesehen. Mit dieser Waffe kannst du nicht. Okay, gut, dann nehmen wir Raketenwerfer. Mann, das hält aber was aus, ne? Servus, Dark Knight. Weiß ich nicht. Hast du die Glocke, ja? Hast du eine Glocke? Oh, warte mal. Wir müssen mal gucken. Okay, einen Schuss noch. Vielleicht auch zwei. Ja, sag mal. Wollen die mich jetzt? Alter Schwede. Sag mal, das kann doch nicht sein, dass so ein Fenster, dass er nur 10 Schaden an einem Fenster macht. So, jetzt. Da halten wir mal rein. Die haben meinen Generator zerstört, die Bande. Oh, ja, okay, warte. Herzlichen Glückwunsch! Du hast deine Basis erfolgreich gegen die Zirax-Fraktion verteidigt. Sehr schön. Nur bin ich fast tot. Kommt trotzdem nicht rein. Na gut, dann gehen wir durch das Fenster. Schweinebande, die. Ja, mein Generator kaputt gemacht. Wie sind die da eigentlich reingekommen? Das frage ich mich. Wie sind die denn hier reingekommen? Ja, super. Haben sie mir den Generator kaputt gemacht? Okay, hier steht noch alles. Müssen wir gleich nochmal produzieren jetzt hier. Ja, wenigstens gab es noch ein bisschen was. Jetzt geht die Tür nicht. Achso, ja genau. Wir müssen erstmal den Kern... So, ich frage mich echt, wie die das gemacht haben hier. Lol. Ach, guck mal, das ist...
Im Grunde genommen haben sie nur den Generator zerstört. Der Kern ist noch drinne. Ja, aber das geht... Ach nee, warte mal, nee, das ist der Cirax-Kern. Ich frage mich, wie sie das gemacht haben. Die haben doch gecheatet hier. So. Warte mal, die machen wir erstmal gleich kaputt. Ach, guck mal. Na, die sind ja clever. Die haben den Generator kaputt gemacht und danach haben sie den Kern zerstört. Das sind ja clevere Leute. So, jetzt muss ich erstmal wieder rausfinden hier. Und einen Generator produzieren. Und ein Fenster. Generator. Ich weiß gar nicht, was da für einer drin war. Machen wir erstmal einen kleinen Generator. Und einen Tank. Warte mal, Tank haben wir noch, ne? Ja, haben wir noch. Ja, super, ne? Hier haben wir noch ein... Oh, warte mal, ein blauer Granatwerfer. Ja, nee, ist derselbe. So, fortgeschrittenes Multi-Werkzeug haben wir auch. Kühlschrank haben wir auch. So, dann machen wir das mal so halt, genau. So. Eigentlich wollte ich gleich losfliegen mit euch, ne? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass die mir ja das, der halbe Haus und Hof zerschießen. Schnell rein, bevor alles vergammelt. Ich frage mich nur, wie sind die hier reingekommen? Die Tür war doch zu. Die ist aber unzerstört. Das ist merkwürdig. Mal eine Frage an euch, wie sind die hier reingekommen? Also irgendwas stimmt ja nicht, ne? Die können ja nicht einfach so... Hier haben sie auch irgendwas weggeschossen, oder das war ich? Okay. Das Problem ist jetzt... Wir brauchen wieder Tankzellen. Ich hab doch da jetzt, warte mal, woanders. Ach, oh, ich bin echt. Wir müssen nochmal alles rausnehmen. Das kann ja nicht funktionieren. Das sind ja O2-Tanks, Freunde. Was soll ich denn mit O2-Tanks? Ja,
Ja, da ist ja kein Wunder, dass das nicht geht. Ich habe mich schon gewundert, warum ich nichts einfüllen kann. So, Stahlblöcke. Und das sind armierte. Müssen wir hier alles wieder aufbauen? Nach hinten wahrscheinlich auch, ne? Lass mal alles reparieren hier. So, Helping Plus, kleine Info am Rande, wenn du Shift F drückst, zieht ja alles automatisch rein. Ja, danke, das weiß ich. Ja, danke. Danke für den Tipp. Das weiß ich. Ich mach das mal so halt, ne? Also, alles gut. Ist bekannt. So, hier haben sie sich auch durchgebrezelt. So, Treibstofftanks. Generator. Der hat mir aber nicht gemeldet, dass meine Basis. Ach na doch, hat er doch. Doch, er hatte gemeldet, ne? Lass mal gucken hier. Was war denn das eigentlich für eine Textur? Die hier, ne? Die war es auch nicht. Die war es. Gut, jetzt können wir aber auffüllen hier, ne? Das Blau ist es. Blau sieht ja auch nicht schlecht aus, ne? Können wir nichts machen? Egal. Können wir jetzt erstmal hier. Ach nee, gehen wir nicht. Hier müssen wir noch Fenster herstellen. Ah, das sind nur die L-Fenster. Okay. So. Das heißt erstmal rot und wir brauchen. Wo ist es denn? Hier. Ah, ein bisschen passt schon eher. Falsch, das ist falsch. Egal, muss ja nicht schick sein, ne? So, und hier brauchen wir auch noch einen. Stellen wir mal noch einen Stahlblock her. Base gespawnt hat. Ja, irgendwie komisch, ne? Ja, Helping Plus. Die haben bestimmt einen Zimmerservice ausgegeben. Ja, nee, ist klar. Also irgendwie merkwürdig, dass sie hier reingekommen sind, obwohl die Tür zu war da, ne? Das ist schon sehr merkwürdig.
So, wir machen hier alles noch schick und schön. So, vor allen Dingen, ne, die sind an der Seite durchgegangen, ne? Das ist ziemlich clever, was die gemacht haben. Und wieso ist die Tür offen? Guck mal, hier haben sie sich auch durchgepellt. Hier sind die durchgegangen, ne? Nee, das ist das kleinere Dreieck. Dieses hier ist es. Da sind sie durchgegangen. So, wartet mal. Sondern ein Zustand. Blau ist keine Farbe, sondern ein Zustand. Christian. Ja, so kann man es sehen. Gute Frage, Feto. Gute Frage. Mit den Meldungen. Servus, Mickey. Ah, sah man also noch. Haben sie noch abgesetzt. Das ist eine Hundebande, ne? Das ist also wirklich so eine Hundebande. Ja, dann mal Prost, Christian. Prost. Prost aufs Bier. So, wartet mal. Jetzt muss ich hier... Da ist sie. Ne, das ist sie nicht. Auch nicht. Egal, so, das ist sie jetzt. Das passt. So, und hier müssen wir auch noch eine zumachen, ne? Es muss so sein. Ja, die müssen sich hier irgendwie reingesprengt haben. Sah so irgendwie aus, ne? Oh, die. Ja, sieht gut aus, ne? Ich denke mal, das kriegen wir so hin. Ne, warte mal, das ist falsch. Hier war das ja so, ne? Und da war eine Leiter. Gut, eine Leiter und ein Fenster brauchen wir. Jut, das heißt, kleines Raumschiff, Defense, Frachtbox 1, ziehen wir mal alles rüber, so. Das brauchen wir jetzt nicht und können mal runtergehen, so. Also Fenster, das ist übrigens der Constructor, den habe ich von Beta 2 geholt. Verstärktes Fenster. Und was war das noch? Eine Leiter, ne? Die haben hier ganz schön ein eingesammelt, ne? Muss man mal sagen. Wieso hat denn mir keiner gesagt? Habt ihr nicht aufgepasst, ne? Ihr habt nicht aufgepasst.
müssen erstmal wieder alles zurücknehmen, genau. Falsche Farbe, so. Und die... So. Sieht ja ungefähr so aus, ne? Ich weiß nicht, was sie benutzt haben. Irgendwas haben die benutzt. Hier ist alles beschädigt. Schaut mal. Die müssen Sprengladungen benutzt haben. Ja, ja, will ich gerade machen. Walter, bin ich gerade dabei. Stehen auf NPC-Zugriff zulassen. Ja, genau. Also, ich stelle da mal ein paar Geschütze hin. Ich baue mal ein paar. Und dann können wir endlich losfliegen hier. Hier, Munitionskiste. Muss ich nochmal gucken, habe ich da irgendwas drin in dem Raumschiff? Ah, BAKRKG. Hier, Munitionskiste klein. Nehmen wir doch erstmal. Stellen wir hier irgendwo hin. Fällt ja eh keinem auf. Da, Punkt. Fertig. Türen standen auf NPC-Zugriff zulassen. Nee, ist klar. So, und jetzt noch das Fenster hier wieder einbauen. Dann machen wir alles schick und schön. Sieht ja alles wieder aus wie neu. So, jetzt müssen wir wieder gucken. Kleines Raumschiff, Kühlschrank und wir packen jetzt das wieder in den Kühlschrank hier rein. So, ich will ja nicht, dass es vergammelt. Verfallzeit 95 geht noch. Passt, wackelt und hat Luft. Das lassen wir mal alles drinne hier. Wir müssen ja auch was mitnehmen, ne? So, Burger können wir nicht mehr herstellen, das heißt, wir stellen Brot her. Ihr wisst ja, die Lieblingskost des Raumfahrers ist... Was ist die Lieblingskost des Raumfahrers? So, was ist er? Christian ist jung und schüchtern und unschuldig. Du bist jung, schüchtern und unschuldig? Glaubt dir doch keiner, Christian. Du warst aber auch nicht gerade zimperlich mit reinhalten mit dem Rackwerfer, Herr Dirty Max Harry. Ja, muss man ja auch ordentlich reinhalten. Ne? Salamis, genau. Captain Keule, servus. Servus, Captain Keule. So. Also. Ich bin also Dirty Max Harry, ja? So, währenddessen kann er das Essen noch produzieren. Wir haben hier noch Zeit, ein bisschen zu reparieren. Muss mal gucken, welches Fenster war denn das jetzt? Ich glaube, das war's hier, ne? Ja, das war's. So, das haben wir auch erledigt. Fenster ist wieder eingebaut. Schick und schön. Können wir hier noch alles reparieren. Geschütze. Defense in der Box. Vier Geschütze sind da. Alter Schwede, wer hat denn hier... Leute, wer schießt denn hier bitte von euch Raketen ab und guckt nicht darauf, dass die Basis ganz bleibt? Oh. Kann doch echt nicht wahr sein, ne? Da guckt man, da ist man einmal auswärts. Nur einmal, ja? Und ihr macht hier die halbe Basis kaputt. Entrosten kannst du auch mal, ja. Ne? Und immer ganz wichtig, Leute, wenn ihr was benutzt in der Basis, dann legt das bitte auch wieder zurück, ne? Findet ja kein Mensch dann. Schaut euch das mal an, was ihr hier, ne?
Das ganze, die ganze Basis ist ja im Eimer. Max den Schwingen. Ja, schau mal, ist alles. Warum sind nicht überall die Tür offen? Gibt's doch gar nicht. Ne? Einmal ist man nicht da halt. Naja, es ist ja so, ne? Ist der Max aus dem Haus, tanzen die Leute auf dem Tisch, ne? Kennt man ja. So, haben wir alles. Wow. Ja, alles kaputt. Solo spielt und mehr Chaos verbreitet und gerne mal hopp geht. Ja, Dark Lord. Das kann ich dir... Das kann ich dir sagen. Überall Löcher hier, ne? Beulen, Löcher. Nicht mal entrostet habt ihr das. Ist unglaublich. Muss man ja mal sagen, ne? Sieht schick aus, ne? Ja, ja. Captain. Habe ich aber nicht selbst gebaut, ne? Habe ich mir ergattert. So, jetzt ist alles wieder in Ordnung hier. Guckt euch diese Beulen an, ne? Das ist... Ich habe das Gefühl, das nimmt gar kein Ende hier. So. Den Ross kommst du noch weg, ja. So, gut, also. Geschütztürme, dafür sind ja die Geschützkanzeln. Na, die haben wir ja extra gelassen, ihr wisst ja. Wo sind denn jetzt meine, wo sind meine Türmchen? Da sind sie. So. Zack. 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 Zack, so. Ja, so geht's auch, ne? Kim, guten Abend. Ich frage mich gerade, Freunde, wo haben sie denn die Munition? Habt ihr gesehen, dass ich Munition reingepackt habe in die Kiste? Ist das jetzt neu? Guck mal, auch alles fürchterlich, ne? Hier fehlt auch noch, guck mal, die Abgrenzung. WD-40, ja, mach mal. Mach mal, Christian, genau, mach mal. Sammel mal den WD-40. Brauchen wir so oder so. Guckt euch das an, da. So, Symbole hier. Hier will ja jemand, dass ich entroste. Der Feto möchte, dass ich hier entroste, damit das schön aussieht. Ich mag ja so diese Rostoptik, ne? So eine natürliche Party, ne? Das kann sein, aber ich habe die nicht befüllt, ne? So, gehen wir mal gucken. Das machen wir jetzt zum Schluss noch. Wie sieht es denn aus mit dem Brot eigentlich? So, dann haben wir erstmal einen gewissen Schutz. 4 Geschütze sollten reichen. Brot wird auch noch produziert. Das ist gut. Genug Essen haben wir dann für den toten Planeten. So, wir müssen zu den Polaris fliegen gleich.
Vorher alles kaputt gemacht, dann beschweren sich, wie verbeult ist. Nee, genau. Nee, also ich war ja nicht da, ne? Ich war ja außerhalb, hab ja eingesammelt halt eben, ne? Ihr seid ja dafür verantwortlich, dass ihr hier sagt, wann die Basis kaputt geht. Ne? Ihr müsst ja aufpassen für mich. Aber ihr wisst ja, ich muss ja looten. So, warte mal. Ne, hier ist keine Munitionskiste. Da unten auch nicht. So. Und hier ist nur eine. Da ist nichts drin. Wie viel Kupfer haben wir noch? Oh, das wird ein Problem, glaube ich. Oh, das gibt ein Problem. Stahlplatten 10? Nee, okay, Stahlplatten. Kein Kupfer, Stahlplatten. Stahlplatten haben wir noch genug. Und Nitrozellulose. Gut, Nitrozellulose kann ein Problem werden. Obwohl, nee, auch nicht. Wir brauchen Kupfer, Freunde. Oha. Das sehe ich jetzt gerade erst. Wir haben kein Eisen mehr. Wir haben kein Kupfer mehr. Wir haben allen möglichen Scheiß. Ja. Wir brauchen Eisen. Eisen, Silizium. Ja gut, das können wir alles dann auf einem anderen Planeten holen. Da kriegen wir genug von dem Zeugs. Sollte also kein Thema sein. Restrum auch. Gold. So. Oh, ich muss draußen gucken. So, dann lassen wir mal produzieren. 30 mm. Ja, ich habe gerade geguckt halt. Genau, ich brauche diese 30 mm, gut. Wir nehmen das Futter mit und das nehmen wir mit. Müsste erstmal reichen, ne? Wie sieht es denn eigentlich aus? Und wir brauchen, genau, das ist wichtig. Kein WLAN-Modul, ne? Kein WLAN-Modul haben wir, das brauchen wir. Und Prometheum brauchen wir auch, und zwar für das kleine Raumschiff. Denn Munition haben wir genug, sollte reichen. Kühlschrank, das kommt da rein. O2 haben wir auch mit, Heilung auch. Ah, dann kann er produzieren. Prometheum wird auch knapp. So. Apparieren. Die Frage ist, wie viel Munition haben wir denn eigentlich noch? 4000 Schuss. Ungelenkte Raketen 110 mm. Raketenwerfer. Haben wir nicht drinne hier, ne? Wo sind denn die beiden Raketenwerfer? Für das Schiff. Hier haben wir auch noch Munition. Die Pulslaser. Hier fehlen zwei Raketenwerfer. Prozent. Ja, die beiden fehlen. Warum auch immer. Müssen wir zwei noch nachbauen.
Oh, Nitrocellulose fehlt doch noch. Pflanzenfasern, ja, hatten wir doch. Oder waren die im Kühlschrank? Das ist jetzt eine gute Frage, ne? Pflanzenfasern. So, dann können wir los. Die Raketenwerfer kommen hier rein. So. Und das kommt in die Defense hier, in die Munitionsbox. So, 35 Multiladungen sollte genügen, damit wir erstmal nicht zurück müssen. Gut, wir können los. Haben wir hier noch was drin? Sauerstoff haben wir auch noch. Können wir noch mitnehmen, zur Sicherheit. Nehmen wir mal Wasser mit. So, und in den Kühlschrank rein. Gut, haben wir alles. Wir können los. Nee, das sind die, ja, das sind die Reforged Eden, Captain Keule. Das sind die Reforged Eden halt, ne? Dark Lord fragt, was ist mit der MS Titan? Da sind wir ja noch dran an der Dark Lord. Wir brauchen ja Gold. Gold, und da waren wir stehen geblieben. Da sind wir ja quasi entweder Gold oder CPU-Teile für die Titan. Die ist noch auf dem Eisplaneten. Die bauen wir ja auch weiter halt, ne? Ja, mit der Titan darf er weiterbauen, wenn er die 42 findet. Nein, das ist, ja. Das ist einfach nur, wir brauchen Gold. Gold, Gold für die CPU-Teile und Triebwerke halt erstmal. Und da bin ich auf der Suche danach. Letzte Folge bin ich auf einen Planeten gestoßen. Der ist ein toter Planet. Und da haben wir wiederum ein neues Projekt entdeckt. So. Ich glaube, wir können starten, ne? Ach, stopp, nee, Kommando zurück. Wie viel haben wir denn drinne eigentlich? 24, 24. Nee, ach komm. Denn Projekt Space Shuttle. Wir sind auf einen toten Planeten gestoßen. Das ist quasi eine Loot-Schatzkammer. Da fliegen wir jetzt nämlich hin. Wo war denn das nochmal? Beta 4 oder wo? War das Beta 7 Mond oder was? Beta 2? Ich weiß das gar nicht mehr. Beta 4. Ich glaube Beta 4 war das, ne?
Sollen wir mal gucken? Ich glaube, das war Beta 4. Und los. Beta 4 war das, ne? Ja. Auf, auf. Ne, A38 kommt nicht. Ja, ist Beta 4. So. Da seht ihr schon. Unfinished Escape. Da müssen wir hin. Wir mussten ja zurück, weil wir ja fast verhungert sind. Aber wie ihr seht, jetzt bin ich ja gut vorbereitet, Leute. Also ich bin so gesättigt, ja. Aber wir wollten, glaube ich, eigentlich noch zu den Polaris, ne? Wir wollten ja Keime besorgen. Oder Pflanzlinge. Ah, vielleicht haben wir ja Glück, dass wir irgendwo Pflanzlinge finden. Auf einem toten Planeten. Könnte natürlich auch sein. So. Gold gibt es in dem System hier leider nicht. Ein Loot-Planet. Ein Loot-Planet, Leute. Das ist... Der ist... Da gibt es so viel zu holen. Oh, da. Der Weltraumfriedhof, da sind wir. Jetzt sind wir da. Projekt Space Shuttle. Fliegen wir mal eine Runde, ne? Hier ist übrigens auch noch was, ne? Hier seht ihr das, da steht auch noch einiges. Da ist ein Space Shuttle, ne? Und da ist es. So, auf zur Landung. Wir müssen erstmal einiges erkunden hier. Ich glaube, ich stelle es mal hier so mittig hin. Stück vor noch, so. Ah, safe gelandet. Sauber. Automatische Bremse, Geschütztürme, Signale lassen wir an. Lichter können aus. Schild bleibt an, Sauerstoff auch. Ja, da müssen wir mal kurz gucken. Wir brauchen Treibstoff. Gut, dann können wir. Da sind wir. Schaut euch das an. Machen wir hier die ganzen weg, da seht ihr das. Oh. Ja, ist ja hier wieder Sauerstoff. So, Freunde, kurze Pause. Könnt ihr euch hier mal den angucken? Bin gleich wieder da.
So. Da bin ich wieder. So, Rationen sind gefasst. Und nun können wir weitermachen. Was wollt ihr mich suchen lassen? Die Buran, wo der Kern ist? Ich weiß das doch. Ich gucke gerade, wo der Kern ist. Wir gehen überall Rohre lang. Gut versteckt. Aha. Okay, also wenn er gut versteckt ist. Lootparadies. Was ist denn das hier für ein Container? Keine Ahnung, wo der Kern steckt, aber ihr werdet es mir ja bestimmt gleich sagen, oder? So. O2, da kommen wir ja nicht ran. Auch nicht ran. Der Kern muss ja... Peto meinte letztens, der Kern ist hier unten irgendwo. Wow, ist das Ding groß, oder? Schau dir das mal an. Wie groß das Ding ist, ne? So, der Kern ist also unten, ja? Meint ihr? So, ich will die... Die brauchen wir für die alte Lady hier. Hier, Dark Lord. Nochmal an dich hier. Da, diese Schubdüsen brauchen wir. Und den ganzen anderen Kram. Oh, warte mal. Was ist denn da? Oh, warte mal. Da kommt man rein. Aha, guckt mal hier, hier ist ein Fahrstuhl, hier, da ist ein Rolltor. In den dunkelgrauen Mauern, sagt der Norge, sind noch mehr von diesen Tanks verbaut? Wie nach unten nochmal oder wo? Wo geht's hier hin? Aha. What? Die wollen mich doch jetzt hier flachsen, oder? Wie soll ich denn bitte jetzt diese ganzen Container looten? Wer hat sich denn das bitte einfallen lassen? Gibt's denn hier keinen Fahrstuhl? Weihnachten, ja. Weihnachten steht vor der Tür hier. Nun komme ich nicht hoch. Ich müsste den Gottmod anmachen, um das alles zu looten. Wie soll denn das funktionieren? Mit der Drohne vielleicht. Aber da werden wir auch nicht weit kommen. Können wir ja nicht looten. Geht ja nicht. Müssen wir jetzt Stück für Stück hochbauen, oder wie? Ja, Weihnachten. Weihnachten ist später. Und auf der anderen Seite auch noch, oder was? Oh, Lootfahrstuhl, ja. Ja, auch. Okay. So,
So viele Fahrstühle kann ich doch gar nicht bauen. Ich brauche. Ja, wenn wir den Kern abbauen könnten, dann hätte ich ja genug hier. Aber ich frage mich, was ist das hier? Oh, hier. Hier geht's auch rein. Ja, hier geht's nicht rein. Also hier ist ein Rolltor, aber da ist nicht der Kern drin, oder? Wo soll denn der Kern sein, bitte? Ich glaube, wir sollten wahrscheinlich erstmal zur anderen Rampe gehen. Okay, Kern nicht unten. Also, wenn es rein theoretisch... Ja, Mr. MC4, ja. Das ist ja quasi die kleinere Variante. Da muss es ja auch einen Kern geben, ne? Ist bestimmt dann, wenn man... Also ich könnte mir gut vorstellen, wenn wir an der kleinen den Kern finden, wissen wir auch, wo der Große den Kern hat. Immer mit ihren Kernen hier, ne? Das ist Rätselstunde. Max Rätselstunde. Aha, am kleinen Schiff ist er unten. Aha, also schon eine weitere Information. Am kleinen ist er unten. Wissen wir schon, siehst du? Am kleinen ist er unten. Das heißt also, wenn er am kleinen unten ist, dann muss er ja bei dem anderen am großen irgendwo in der Mitte sein. Unten soll er sein. Aber den Kern kann man nicht sehen, ne? Okay, also wenn ihr sagt, da ist dann nicht, ist nicht, dann ist es natürlich ärgerlich, dann müssen wir doch erstmal zurück. Jetzt geht das Kerngesuche los, ne? Okay, gib mir mal einen Tipp. Ist der Kern im Schiff selbst oder ist er in dem Gestänge? Also, beziehungsweise an dem Laufgestänge hier, also wo das Ding dran liegt. Und kommt man an diesen Kern einfach so ran? Oder muss man erst irgendwelche Teile wegsprengen, damit man den Kern findet? Das würde mich mal interessieren. In den Trägern ganz unten drinne? Bei der großen ist der Kern jetzt, oder wie? Im Schiff selbst. Im Schiff selbst. Und man kommt da einfach ran, ja? Also, man kann das Schiff selbst mit einem Mechanismus öffnen, dass man da reinkommt? Oder muss man da was wegsprengen? Weil sonst suche ich mir ja hier einen Wolf, ne? Das ist ja... Bei der kleinen und beim großen? Okay, dann müssen wir erstmal hoch. Mal Norge sagt, ganz oben im Schiff. Aber da kommt man doch nicht so einfach ran. Da ist doch alles verschlossen.
nehme ich mal an, ne? So, hier geht's nicht weiter. Hier auch nicht. So, jetzt sind wir ganz oben. Beziehungsweise... Da ist er! Hab ihn! An der Seite sind einfahrbare Geschütze. Für die Geschütze, wartet mal. Also ja, hier ist ja das Cockpit, ne? Sehen wir ja hier, ne? Cockpit hier, so. Und da sind, hier meinst du? Meinst du hier? Ist aber alles zu. Heißt, man müsste hier rauf, aha, man müsste hier quasi raufspringen. Hier rumlaufen. Genau da. Aber da sind Fenster vorne. Was ist denn hier? Da sind auch noch Container. Okay. Boah, ist das aber hoch, du. Schaut euch doch mal diese prachtvolle... diesen prachtvollen Ausblick an. Ist das nicht herrlich? Sieht hübsch aus, ne? Diese Farbgebung. Kommt man nicht lang. Wow, sieht hübsch aus, ne? So, und hier müssen wir rein. Was steht denn da unten? Ach, guck mal. Abandoned Outpost, ein verlassener Außenposten. Da könnte man einen Außenposten einrichten hier. Wir wollten ja auf dem toten Planeten eh einen Außenposten einrichten. Dann wäre das ja hier richtig. So. Okay, da können wir nicht... könnte quasi... ja, da muss man aber drauf schießen, ne? Muss man ein bisschen aufpassen hier. 79. What? Komische Sachen hier. War es mit der Drohne schon drin? Ja, da oben war ich drin halt, ne? Aber... komme ich da eigentlich rein? Ich komme hier nicht durch.
komme ja nirgendwo durch. Also er lässt mich nicht rein, ne? Hier. Komm hier nicht durch. Doch, hier, warte mal. Hier komme ich durch. Ne, hier geht's nicht weiter. Ne, komm nicht rein. Bin zu dick. Meine Drohne ist zu dick. Sag mal. Geht nicht rein. Also müssen wir da irgendwo, müssen wir ja doch irgendwo rein. Aber hier geht's nicht. Hier ist die Drohne zu dick. Deswegen einfach mal. Ach, jetzt fange ich da auch noch an zu reparieren. Von der anderen Seite? Du meinst von hinten? Hier oder wie? Hier unten durch. Ah ja, hier geht's durch. Ventilator. Hier kommt man nicht durch. Okay. Aber wenn man die Drohne nämlich so hinstellt, dann merkt man gar nicht, ne? So sieht es ja dann aus, wenn es stehen würde. Gegenüber vom anderen Loch. Gegenüber vom anderen Loch. Ah, gegenüber vom anderen Loch. So, mal hier durch. Ach, guck mal, da ist auch noch eine Station. Schaut mal. Da auch noch. Mann, Mann, Mann. Wie soll man das, wenn man da alles lootet? Also, was ich toll finden würde in Empyrean, wäre auf jeden Fall so eine Art Hacking-Tool, dass man quasi verschlossene Türen hacken kann. Das würde ich mal eine coole Sache finden. Da geht's aber auch nicht rein, oder? Hier kommt man rein. Ah ja. So, die Frage ist, wie kommt man darauf? Da sind wir oben drin. Ah, verstehe. Ja, ja. Okay, okay. Das ist soweit verstanden. Jetzt sind wir im Medizinbereich. Und nu? Jetzt müssen wir durch die orangene Tür, oder wie? Ja. Ach, krass. Ich sehe es. Ja, ja. Hier ist der Kern. Super. Ja, das ist natürlich auch ziemlich hart versteckt, ne? Da erstmal hin, Freunde. Frage ist, wie kommt man da hin jetzt? Stimmt, ja. Dark Knight recht. Dark Knight, hast recht, mit dem Schiff. Sauerstoff, ja. Oh, wartet. Der Grinch, danke. Wenigstens einer, der sagt dir. Und Servus, Crash. So. Yeah. Glück gehabt. Mit dem kleinen Schiff hochfliegen, genau. Da, ich bin ja mit dem Schiff da, ne?
So, komm schon. Diese kleinen Sauerstoffflaschen, ja gut, leider ist das ja so, bei einem SV haben wir ja keinen Sauerstoff. Haben wir beim, nee, kleinen haben wir nicht, ne? Bei einem kleinen können wir das nicht herstellen, ne? Doch. Hätte ich dann noch, hätte ich, oh, haben wir es nicht hier? Doch, ist doch hier, stopp mal. Oh, bin ich ein Depp, ne? Ich hab mir eine O2-Station in meinem Schiff eingebaut. Ne? Und nutzt die O2-Station gar nicht, ne? An alles gedacht, ne? Ja, einmal mit Profis, ne? Aber keiner sagt ja was von euch, ne? So, Treibstoff haben wir auch. Captain Chaos Max, ja genau. Naja, passiert. Passiert alles. So ist das halt, ne? So ist das Leben. Hart und unerbittlich. So. Ja. Ah, das geht schon. Pass auf. Wir machen es anders. So, wir fliegen da jetzt mal hoch. Ich park das irgendwie. Ihr wisst ja, wie sagt Dark Lord so schön, Captain Chaos. Captain Chaos Max. Ja, es geht schon irgendwie. So. Ja, es gibt keinen schlimmeren Captain im Universum als mich. Okay, bis jetzt hält das. Also so steht das Ding jetzt, ne? Ah, da kommen wir noch nicht ran. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen höher. Irgendwie da oben müssten wir noch. Hätte ich mal kleiner bauen sollen. Okay, ist noch ein bisschen zu niedrig. Wir müssen hier noch einen rauf. Reicht immer noch nicht. Die Mücke, ja. Die Mücke, ja, das wär's. Hm. Schaltet gleich die Signale aus, ne? Gefährliche Mission hier. Wartet mal. Jetzt komme ich da nicht mehr raus. So, nee, also wir müssen hier unten auf jeden Fall irgendwie. Wir müssen hier unten das Schiff hinsetzen. Ist egal wie. Aber so, dass man rankommt noch. So, wenn wir, sagen wir mal, wir machen es auf die Hälfte. Dass man noch notfalls rankommt, falls man runterfällt. Das ist, glaube ich, ganz gut. Ein bisschen höher noch.
Signale aus, ja. Ja, ja. Aber wollte ich schon vorhin machen. Nein, nein, oh, oh nein! Oh, okay. Oh, wei, 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 wei. Glück gehabt. Also wieder hoch. Wir müssen wieder hoch. Wo war denn hier der Eingang? Ach, hier war er ja. Oberhalb des Cockpits ist auch noch ein Loch. Ja gut, dann nehmen wir das doch da oben, ne? Ja, das ist, glaube ich, Basis. Aber wir gucken mal halt. Vielleicht können wir mit dem Ding ja losfliegen. RCS hat es ja, ne? Abwarten. Wir müssen... Ah, es wird spannend halt. Und wenn nicht, baue ich das Ding halt komplett ab, ne? So. Vielleicht sollte ich mal noch eine Bandage nehmen. Aber wir müssen noch ein bisschen höher, müssen wir noch. Das müsste reichen, so. Jetzt aber. Die sind, ja, das ist Basis. Umgewandelt worden, genau. Oh. Bin oben. So, passt so. So, jetzt müssen wir irgendwie... Na, herzlichen Glückwunsch. Ja, und jetzt springe ich daneben. Ja, das war ja genau das, was ich nicht wollte. Guck mal hier. Wo geht's denn hier noch hin? Da komme ich jetzt nicht hoch. So. Da! Echt jetzt, Norge? Du bist. Hast du das Ding wirklich so geflogen mit Plattform? Genau, genau, ja, genau. Zerlegen, ja, genau. Dafür sind wir ja da halt, ne? Schön zerlegen. Kern dabei. Warte. Kern dabei. Nö. Nee, wir haben keinen Kern bei. Wir müssen noch ein paar Sachen abbauen für einen Kern. Aber das können wir ja alles machen. Ja, das brauchen wir doch alles gar nicht. Ich brauche eher was für einen Kern hier. Glasfaser. Zack, zack. Zack.
Geräte. Jetzt können wir einbauen. Flugzeug nach Umbau, okay. Aha, okay. Nee, für mich ist es ja wichtig, dass wir hier die Sachen, dass wir quasi alles rausholen, was geht. Jedenfalls, was wir benötigen für die alte Lady. Weil wir haben ja schon ein Riesenschiff. Ich sag euch, das ist, das Universum ist groß. Da verliert man mal einen Kern, dann hat man mal wieder einen, dann wieder einen nicht. Ihr kennt das ja. Das wird schon. Man muss sich nur zu helfen wissen. So, da ist der Kern. So. Jetzt hier hört er uns. Gucken wir mal nach. Oha! Gut, Sprit haben wir auch. Ein anderes Objekt ist im Bereich. So, Freunde. Wenn man, also rein theoretisch, kann man nicht machen. Was wir erstmal brauchen ist, wo fangen wir denn da am besten an jetzt mit dem Abbauen? Also was ich brauche sind Materialien. Ich brauche nicht fertige Teile. Okay, ja gut, wir wollen es ja nicht fliegen. Wir wollen es ja auseinandernehmen. Also ich brauche halt eben die ganzen Sachen. Den Rest habe ich ja alles, ne? Kühlschrank. Oh, Satiumerz. Guckt euch das an. Oha! Gibt sogar noch ein paar Erze. Undelivered Cargo. Siehste? Prometheum-Erz. Wartet mal, wir machen es anders. Wir verbinden mal das Ganze hier. Das hat sich schon gelohnt. Was anderes machen. Wir müssen Kohlenstoffsubstrat, brauchen wir nicht, Betonblöcke, Stahlplatten. Stahlplatten haben wir 109. Beton nicht. Kohlenstoffsubstrat. Wir mal ein paar Kohlenstoffblöcke. Da wirst du morgen noch dran sitzen, sagt er, okay. Was meinst du, wie schnell ich im Looten bin, Norge? Wir helfen ja so gut, ne? Was ist ES? Was ist S? Oh, gute Frage, was ES ist.
So. Da oben ist noch eine Lampe, die brauchen wir jetzt nicht, ne? Ich glaube, die können wir da stehen lassen. Immerhin, zwei Glasfaser, ne? Nehmen wir mit. Oh, schaut mal hier, Kühlschränke. Vergammeltes Zeug. Ein schöner Schinken. Da ist noch ein Kühlschrank. Lassen wir mal hier. Vergammelt. Ah, ich dachte Gold. Ach, schade. Ich dachte, wir haben jetzt Goldbarren gefunden. So, da müssen wir irgendwie ran. Wow. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Oh, ich bin da wieder runtergefallen. Schau mal, was ist das denn hier? Kann das sein, dass das eine alte Bauweise ist, wo man, wie man früher gebaut hat, auf PvP-Servern? Schaut mal. Von unten nach oben. Habe einfach da draußen von der Rampe genommen. Okay, ja. Das kann man machen, genau. Unterhalb des Cockpits, okay. Das ist die alte Bauweise, ne? Wie man früher gebaut hat. Auf PvP-Servern. Wollte doch wohl sagen. Kenn doch diese Bauweise noch. Geht das denn heute oder wird denn heute auch noch so gebaut? Ach, guck mal hier. Eisen haben wir auch. Unterhalb des Cockpits.
Okay, dann machen wir das mal, ne? Dass wir dann die Fahrstuhlblöcke von oben nach unten abbauen. Und dann mal von unten uns anfangen, da alles da rauszuarbeiten hier. So. Ah, Moment mal, wartet mal, wir machen es anders. Ah, er hat es jetzt. Er hat es hier reingepackt. Da sind sie. Mich würde mal interessieren. Ja, da war mal die Spitze. Abrissunternehmen Max. Oh ja, genau. Glück gehabt. Ja, den Hauptbooster, ne? Gut, da gehen wir mal kurz runter. Wir müssen eh zum Schiff. Wo ist denn jetzt unser Schiff? Da ist es. Nicht, dass mir das auch noch runtersegelt, das Schiff hier. Wir holen uns mal die Fahrstuhlblöcke, die holen wir uns jetzt. Wow, schlägt ganz schön. Boah, war knapp. Gerade noch sanft gelandet. Sonst hätte ich wieder Schäden gehabt am Schiff. So. Schubdüsen aus, Lichter aus. So, gut. Jetzt können wir das ganze Zeug mal hier reinbasteln. Ein Keks, einen schönen Schinken. So, bereit für alle Schandtaten. Gut, fangen wir mal an hier. Wir arbeiten uns jetzt quasi von unten nach oben durch. Überlegt mal, was hier an Mats liegt. Wenn wir mit dem Planeten fertig sind, brauchen wir gar nicht mehr woanders hinfliegen. Wir haben ja alles hier. Wenn wir Glück haben, bis auf Gold, finden wir ja alles hier. Wenn man überlegt, das ist ja ein Lootparadies hier, dieser Planet. Man muss nur irgendwo eine Basis errichten, damit man da dann
Oh, guckt euch das mal an. 22.338 Sauerstoff. 21.000. Wahnsinn. Um. Sprit 28.000, also 30.000. Nice, 965 Prometheumzellen. Okay, also das Treibstoffproblem ist erstmal gelöst, ne? Schaut mal, was hat er hier reingepackt? Ne, wo hat er das denn hingepackt? Wo ist es hin? Ein Kühlschrank ist es nicht. Häng das Shuttle an dein Schiffchen und nimm es mit. Ja, wäre gut. Akimaki, servus. Ja, ich bin der Scheich hier, aber ich frage mich gerade, wo hat er jetzt diese, wo hat er die hingepackt, die 985? Hier sind sie nicht. Ach, hier hat er sie. Ach, falsche, ja. Ist falsch. Ihr habt das Falsche hier. Das gehört hier gar nicht rein. So, das muss hier verbunden werden. Da muss das alles rein. Schaut euch das an. 1137 Kraftstoffzellen pro Medium. Besser geht's doch gar nicht. Überlegt mal. Servus Aki. Überlegt mal, wie lange wir bräuchten, um so viel Prometheum zu sammeln, um 1137 Kraftstoffzellen zu bekommen. Das ist einfach ein Loot-Paradies hier. Das ist unglaublich. Nee, das wollen wir ja zerlegen. Ich brauche ja Komponenten. Alles für die alte Lady. Ich sag euch, wenn wir hier fertig sind, kann ich so viel produzieren, da kann ich 10 Ladies. Kann ich davon bauen. Gut, das müssen wir ja jetzt nicht abbauen. Wir machen das mal so, dass wir die Tanks abbauen. Ich glaube, Multiladung wird gar nicht reichen, oder? Also ich baue jetzt hier nicht die kompletten alles ab hier, ne? Also ich mache hier nur diese Rohre beziehungsweise hier diese Materialien wegen den Stahlplatten. Alles was unten ist hier. Guckt noch ein Rohr aus der Wand. Wo man ständig stirbt. Ja, wozu braucht man die eigentlich, ne? Wenn man einen toten Planeten gefunden hat, wo alles rumliegt. Da kriegt man ja alles umsonst. Aber macht euch mal. Bringen die Dicke erstmal zum Fliegen und springen, bis sowas sagen, du hast Pause und den anscheinend wenigstens die Treibstoffe. Das wird, glaub mir, das wird schon. Aber es ist ja, wie soll ich sagen, die alte Lady ist ja quasi das
dass wirklich das richtig dicke, fette Stück, das beste Stück am Reforged Eden Stream, ihr wollt sie ja fliegen sehen. Ihr wollt sie ja fliegen sehen. Das ist wie bei so einem guten Eis. Ihr leckt ja auch nicht das gute Stück Eis, sondern ihr leckt ja erst drumrum und dann nimmt er ja irgendwann das gute Stück dann halt zum Schluss, ne? Die Dicke frisst schon viel Treibstoff, ja. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Das glaube ich. Bin mal gespannt, wie viel sie fressen wird. Die Triebwerke, ja. Die Triebwerke, ganz wichtig, Triebwerke. So, haben wir alles abgebaut hier unten? Gehen wir mal hoch. Holen uns jetzt mal die ganzen anderen Sachen. Und denkt dran, wir haben ja nicht nur dieses Schiff, dieses Shuttle, sondern wir haben ja noch hier den ganzen Planeten voller Außenposten und so weiter. Ne? Da ist ja noch so viel zu holen. So, wo fangen wir denn am besten an hier? Wir holen uns jetzt erstmal die ganzen... Wir fangen von oben an, ne? So, wartet mal. Ja, fangen wir hier an. Wir fangen von oben an und bauen alles ab. Ach ja, stimmt, genau. Ah, das war eine Menge, ne? Das war eine richtig... das war wirklich viel. Ja, das ist schon... Bin mal gespannt. Also da müssen wir noch ein bisschen, ne? Max, wie ein Gehirn versinkt im Eis komplett, ja. Ah, schon klar, verstehe. So, hier oben können wir das ja noch mitnehmen, ne? Also das ist definitiv ja kein Job für Leute, die Höhenangst haben. Wo geht's denn hier noch hin? Guten Tag. Ach, guck mal hier. Wir auch gleich ab. Ach, hier ist die andere Seite. Guck mal, kannst du direkt durchgehen. Ja, wie geil ist das denn? Kannst hier gleich alles mitnehmen. Schau euch mal diesen Mond an. Na, guck mal, da ist noch einer. Den müssen wir auch noch wegmachen. Oh Mann. Ah, müssen wir Sprit sparen, fliegen oder wir müssen irgendwie so viel Treibstoff sammeln? Das heißt ja, wir müssen von Planet zu Planet hoppen, um dann immer den Treibstoffvorrat aufzufüllen. Die Triebwerke dürfen wir nicht vergessen. Schaut euch das mal an. Hübsch, ne? Wie das hier aussieht. Ich meine, der Planet ist jetzt nicht so toll, ne? Aber so die Aussicht, die macht schon was her, ne? So. Ja, gut. Jetzt brauchen wir die... Wir müssen ja noch die inneren Container looten. Wo geht's hier noch hin? Aha! Das ist ja ein Labyrinth hier. Was denn hier noch hin? Oh, da geht's aber tief runter. Ne, da wollen wir nicht hin. Ein Motor, hier.
Tapete. Kann man alles gebrauchen. Gucken mal nur, wo wir hier sind. Es hat geschmeckt. So schade gewesen, okay. Ach, guck mal hier. Ein Konstruktor. Aha. Warte mal, den nehmen wir so mit. Oh nein! Inventar voll, wartet mal, ich esse mal Kürbiskekse. Ein verbesserter Konstruktor, na bitte. So. Na, das lohnt sich doch, ne? Ein verbesserter Konstruktor. Kann man nicht meckern. Haben wir auch und in den Kühlschrank noch die beiden Sachen rein, fertig. Muss sowieso mal Luft wieder tanken. Das heißt, da drinnen gibt es noch so viele Kisten, das sagte er ja schon von jemand, ne? Der Norge hat es gesagt. Was ist denn rein theoretisch, wenn man das hier abbaut? Oh, oh, oh! Hab ich aber Glück gehabt, ne? Macht Aua, ja. Glück gehabt. Da hängt was in der Luft. Oh, ich glaube. Oh nee, oder? Ich glaube, da ist. Hä? Hä? Jetzt ist mir doch da oben. Das halbe Shuttle ist ja kaputt gegangen. Ich hab doch nur unten abgebaut. Wieso fällt denn da oben die Hälfte ab? Zwei Triebwerke, okay, gut. Da dürfen wir jetzt hier unten nichts mehr, dürfen wir nichts mehr wegbauen.
da darf man nichts mehr wegbauen. Halt eben die zwei Triebwerke, die ärgern mich. Die zwei Triebwerke, die hätten wir so nehmen können. Gut, dann dürfen wir halt da nicht irgendwas jetzt machen. Wir müssen dann erstmal an der Seite ran. Da ist da oben alles abgefallen. Statik, ja, genau. Statik vergessen, genau. Pleiten, Pech und Pannen hier. Gibt's doch nicht. Ja, aber mal ernsthaft, ne? Ich baue unten ab und das Cockpit fällt ab. Da kann ja irgendwas nicht stimmen. Ja, ich glaube, die Statik ist schuld. Was, welche noch, ja? Hey, verstehe ich nicht. Entzieht sich mir meiner Kenntnis, wenn ich unten was wegnehme, dass das Shuttle oben quasi das Cockpit wegfällt, abfällt. Beziehungsweise die ganze Oberseite des Shuttles abfällt. Irgendwie, da stimmt was nicht halt, ne? Die Triebwerke, ja. Wir machen jetzt eins, wir bauen jetzt... Moment mal! Ich habe hier eine Lampe abgebaut, irgendwas ist hier gerade zusammengebrochen. Ja, Feto, genau. Da ärgert dich die Statik schon eine Weile, ja. Ja, es ist... So. Wir müssen zu den Triebwerken, ja. Das ist erstmal wichtig. Hört sich mal an, als ob hier irgendwas zusammenbricht. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Ich habe jetzt Angst, wenn ich hier irgendwas abbaue, ne? Danke. Inventar voll, oder was? Schon wieder voll? Ich bin außerhalb der Reichweite. Falsche Richtung, ne? Schiff steht hier. Also wir müssten hier gleich bei den Triebwerken sein. Die Lampen sind moderne Stahlträger, ja genau. Schaut euch das an. Aber Gott sei Dank, die Kisten sind alle noch erhalten. Da ist nur irgendwie ein bisschen was oben abgefallen. Aber Konstruktoren, 4 Stück. Ich meine, ich brauche nicht so viele verbesserte Konstruktoren. Die kann ich selber herstellen. Da sind mir die anderen Sachen wichtiger. Ich muss nur mal kurz gucken. Ich traue mich, das hier nicht abzubauen. Wartet mal, wir machen mal eins. Wir machen mal eins hier. So. Das kommt hier alles rein. Was ich ja brauche, ich meine, das ist jetzt nicht so wild. Triebwerke wären auf jeden Fall im Ganzen super wichtig. Alles andere ist völlig irrelevant, weil ich alles andere kann ich, brauche ich die Mats halt. Ich brauche einfach nur die Mats, weil ich muss mir das selbst alles herstellen. Mir bringt das nichts, wenn ich 10.000 Konstruktoren habe. Mir bringt das nichts, wenn ich 10.000 Medizinstationen habe. Was ich machen könnte, ich könnte das im Ganzen alles mitnehmen und dann in den Deconstructor jagen und hoffen, dass ich da mehr rausbekomme jetzt. Das könnte ich machen halt eben, ne? Dazu müsste ich auf der alten Lady noch einen Deconstructor bauen halt eben. Ich meine, es ist ja ein Schiff halt, oder ich muss dann irgendwie an der Seite noch, an der Basis dann einen Deconstructor einstellen und einen Schmelzofen und gucken dann eben halt, was ich da rausbekomme. Das wäre die einzige Möglichkeit. Die Frage ist jetzt, bekomme ich jetzt mehr daraus, als wenn ich einen Kern setze in der Basis und das dann da zerlege? Oder wenn ich das im ganzen Teil rausnehme und dann im Endeffekt über den Deconstructor dann mir das rausziehe? Wo kriegt man jetzt mehr Mats raus halt? Na, das ist halt die gute Frage. Ich habe das jetzt noch nicht selbst ausprobiert.
wo man mehr bekommt. Früher habe ich mit einem Deconstructor gearbeitet, aber mittlerweile ist dann, habe ich gesagt, brauchst du eigentlich gar nicht. Das kannst du ja auch so halt zerlegen, wenn du dann einen Kern in der Basis hast. Mit einem T2-Tool. Imwolf sagt, aus dem Deconstructor und dem Schmelzofen. Okay, das heißt also, bist du dir ganz sicher, Imwolf? 1,0, okay, Faktor 1,0, gut. Okay, also aus dem T2 Multi mit Kern gesetzt halt eben. Also Kern setzen, Multi, oder zählt das dann nicht mehr? Okay. Nee, zusammenbrechen lassen will ich nicht halt, ne? Zumindest in Vanille, sagt Imwolf. Okay, also das würde mich mal interessieren. Weiß das jemand, wie es im Reforged Eden ist? Also quasi halt eben, wenn man jetzt mit einem T2-Tool, also nehmen wir mal an, wir haben ja einen Kern gesetzt. Das heißt, die Basis gehört ja uns. So, das heißt, jetzt mit einem T2-Tool 0,75 zählt denn da jetzt, oder macht der Kern da noch irgendetwas? Also quasi, wenn wir jetzt den Kern da setzen, erhöht er dann nochmal um 0,25 dann auch auf Wert 1,0 mit dem T2-Tool, genauso wie in einem Deconstructor, oder nicht? Oder macht das überhaupt keinen? Also ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht, wie es da im Reforged Eden ist halt eben. Also ich weiß, in Vanilla ist es so, dass der Kern überhaupt keine Rolle spielt. Mit oder ohne Kern, genau, so kenne ich da auch, Christian, richtig, genau. Genau, so kenne ich das auch. So aus Vanilla halt eben. Da ist das völlig egal, ob den Kern sitzt oder nicht. Multitool 0,75. Und dann ist gut halt eben. Ja. Oder ob das noch weniger ist halt im Reforged Eden. Das weiß ich auch nicht. Ohne Kern ist Faktor identisch, ja. Ja. Ach nee, warte mal, wir wollten ja noch mit dem Schiff. Ach, ich sehe gerade, es ist ja 22:01 Uhr. Feierabend für heute. Hab ja gesagt, 22 Uhr machen wir Feierabend. Haben ja schon einiges geschafft. Ich lasse das jetzt hier so. Ich werde jetzt, pass auf, ich mache jetzt eins. Ich werde jetzt bis zum nächsten Stream, der ist ja dann am Sonntag oder soll ja am Sonntag stattfinden halt, der nächste Reforged Eden Stream am Sonntag, werde ich jetzt weniger Faktor, genau. Ja, ich habe es gemerkt, genau. Der nächste Reforged Eden Stream soll ja Sonntag stattfinden, wenn nichts dazwischen kommt. Und ich werde versuchen, bis dahin schon den Großteil des Shuttles abzubauen. Wenn ihr es natürlich sehen wollt, dann könnt ihr das jetzt entweder jetzt im Chat schreiben oder schreibt es einfach mal unter die Kommentare im Video halt eben, ob ihr dann dieses Abbauen sehen wollt vom Shuttle oder ob wir dann weiterziehen halt eben, dass ich bis dahin dann erstmal das ganze Ding ja selbst abbaue dann halt. Na, ich denke mal, wir wollen jetzt nicht 3 oder 5 Streams halt eben, 3 bis 5 Streams hier nur in Shuttle abbauen. Na, denke ich mal nicht. Also ich werde das jetzt sozusagen bis zum nächsten Stream fertig machen. Dann ist das Shuttle abgebaut. Beziehungsweise das zweite Shuttle dann auch. Und dann können wir uns dann schon mal auf die Außenposten konzentrieren, dass wir uns dann hier nächsten Stream dann halt eben um den neuen Außenposten kümmern, der dann nämlich hinten steht. Irgendwo da hinten, glaube ich, stand noch irgendwo einer an Außenposten. Ein verlassener Außenposten habe ich doch gesehen irgendwo. Und den richten wir uns dann schön ein. Ja, glaube ich auch, Dark Lord. Ist, glaube ich, besser, ne? Offline abbauen. Macht sonst keinen Sinn hier, wenn wir ja stundenlang... ja, wir gucken, dass wir der nächste Folge dann halt den Außenposten einrichten. Könnte man machen, genau, wie viel rausgekommen ist. Ich werde das ja so, dann werde ich das mal so machen, dass ich dann halt das komplett abbaue. Also nicht in Einzelteilen, sondern dass ich dann das in richtigen Teilen abbaue und dann in den Deconstructor jage. Aber... das ist ja erstmal noch nicht relevant. Vielleicht, um ein bisschen wieder Würze in den Stream reinzubekommen,
Vielleicht schaffe ich es auch noch, den Außenposten ein bisschen schon anzufangen, sodass wir dann uns dann mal wieder den Zirax zuwenden oder diesen Abandoned halt zuwenden. Ihr wisst, was ich meine. Es geht dann wieder los, wieder mal eine Basis dann raiden. Ein bisschen Spaß muss ja sein, ein paar Betriebsunfälle und Stolperdrähte sind immer mit bei oder müssen dabei sein. Gucken wir mal. Also, Einrichtung des Außenpostens hier auf Beta 4. Nächsten Stream und eventuell wieder eine Syrax-Basis oder vielleicht so eine Legacy-Basis. Genau. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Ah, ja, Esles, Tamre, Servus und herzlich willkommen und natürlich auch wieder gute Nacht. Wir machen jetzt Feierabend. Ja, also, nächste Folge, also nächsten Stream, nicht nächste Folge, nächsten Stream wird es wieder spannend. Ich lasse mir mal was Besonderes einfallen oder beziehungsweise das, was wir hier machen können halt eben. Also, lasst euch mal überraschen, was wir dann machen, nächste Folge. Ich schau mal schon mal vorab, was wir machen können im nächsten Stream, beziehungsweise... Ihr wisst ja, was kommen könnte eventuell. Also, nicht vergessen, ne? Schaut das Video, liked es, wenn es euch gefallen hat. Dann helft ihr mir sehr. Wie, Feierabend? Ja, erst letztes Mal. Wir machen Schluss jetzt. 22 Uhr? Feierabend für heute. Sonntag geht's weiter. Sonntag geht's weiter. Leider. Nee, es ist nicht leider, sondern leider machen wir jetzt Feierabend. Also, viel Spaß euch. Tschüss.